Abend und herzlich willkommen bei Meteo. In der ersten Tageshälfte gab es heute dank starkem Südwestwind noch ein paar Aufhellungen. Dann erreichten uns aber die Wolken einer Kaltfront. Und diese Wolken sind auch auf dem Satellitenbild zu sehen. Sie gehören zu einem kräftigen Tief über den britischen Inseln. Und dieses ist auch zum Wochenbeginn bei uns wetterbestimmt, aber es wird zunehmend schwächer. Bereits jetzt hat es überall Niederschlag gegeben. Und in der Nacht auf morgen schneit es auch noch auf den Bergen und im Flachland regnet es weiter. Die Schneefallgrenze ist auf der Alpen-Südseite bei rund 500 Metern und im Norden bei etwa 1000 Metern. Ja, und der Montag, der fängt dann auch grau, trüb und nass an. Aber bis am Mittag ziehen dann die meisten Wolken Richtung Osten weg. Und im Flachland zeigt sich schnell einmal die Sonne. Auch im Süden, da wird es rasch freundlich. Im Westen hingegen und in den Alpen, da ist es länger bewölkt und es fällt zeitweise auch noch Schnee. Und morgen sind die Temperaturen dann noch einmal deutlich im Plusbereich. Beidseits der Alpen ist es am Nachmittag recht mild mit 5 bis 8 Grad. Und auch in der Früh ist es meist frostfrei. Auf 2000 Metern hat es minus 4 Grad. Ja, und die Temperaturenkarte von Europa zeigt uns, dass im Moment im Norden und im Osten sich Kaltluft festgesetzt hat. Moskau hat morgen minus 5 Grad. Deutlich milder ist es in Athen bei 20 Grad. Dafür ist es in beiden Orten morgen sehr sonnig, sonst ist es eigentlich in weiten Teilen von Europa eher bewölkt. Ja, und die Sonne lässt auch bei uns noch etwas auf sich warten. Am Dienstag und am Mittwoch zeigt sie sich aber schon einmal im Flachland. Dann ab Donnerstag ist noch ziemlich unklar, was das Wetter für uns bereithält. Im Norden könnte es wieder kräftig anfangen zu schneien. Im Süden hingegen, da sieht es viel freundlicher aus und es ist meistens auch trocken bei 6 bis 8 Grad. Ja, und im Norden, da sinken die Werte wieder bis Samstag auf 0 Grad ab. Sie sehen, zurzeit ist noch nicht einmal klar, ob es am Donnerstag wirklich schneien kommt und wenn es schneit, wie viel Schnee es gibt. So ist auch die Frage weiterhin wegen der weißen Weihnacht noch aufgeschoben. Ich wünsche Ihnen einen schönen restlichen Sonntag, morgen einen guten Start in die neue Woche. Auf Wiedersehen.